Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alan Wake. Freunde, ich bin hier quasi an einem Bauernhof oder so, kann man sagen, in Watery. Und ich muss immer noch den Klicker finden. Aber wo ist der eigentlich? Und mein Name ist Malek. Falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch natürlich sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Freunde, dieses Game ist so geil, ne? Es macht so viel Spaß. Und das ist quasi der Blick von oben. Da hinten ist ein Rad oder so ein Windrad. Krasse Ecke, hier haben die auf jeden Fall gegessen. Hier gab es mal Überlebende, jetzt ist irgendwie, ja, die Zeit vorbei, dass es solche Leute hier gibt. Was ist denn hier? Schließkassette. Digga, ich krieg die nicht auf. Ich sollte mir ansehen, wie ich das Ding aufbekomme. Was steht denn da drauf? Wenn du die Armbrust wegnimmst, lege sie zurück in das Versteck, wenn du weg bist. Ich habe den Code geändert, wie gewünscht. PS, change the code. Ja, herzlichen Glückwunsch. Woher soll ich das wissen? Armbrust, Leute. Armbrust und so. Wo denn? Hier steht 2, 3, 5. Probieren wir mal. 2, 3, 5. Geht das? Nein. Okay, 2, 3, 5 ist Bullshit. Dann haben wir hier. Also 2, 3. Ich habe keinen blassen Schimmer. 2, 2, 3. Probieren wir mal 2, 2, 3. Ja, geht auch nicht. Shit. Was soll denn hier der Code sein? Woher soll ich das jetzt wissen? Hier sind die einzigen Nummern, die ich hier habe. Warte mal. 7. Vielleicht die 777, da sind drei Pfeile drauf. 777. Probieren wir es. Sieben, sieben, sieben. Vielleicht klappt das, Freunde. Geht auch nicht, okay. Dann machen wir das da, wo immer nur ein Pfeil drin ist. 5. Ist das nur eine oder was? Hier sind 2. 2, 5, 7. Zwei. 5, 7. Geht auch nicht, Digga. Ja, ich bin jetzt überfragt. Die Zahlen sind etwas verwirrend, um ehrlich zu sein. Wie soll ich auch darauf kommen, jetzt mal ehrlich? Für was halten die mich, jetzt mal ehrlich? Dass ich so einen Code weiß, oder was? Egal, wir machen weiter. Wir müssen weiter in die Tiefe. Da unten sind welche. Da unten ist einer. Ein Eselkopf. Wir können mal runtergehen. Machen wir. Den hole ich mir. Alles klar? Yes! Aber einen richtig gegeben, Alter. Bei mir hat alles gerade vibriert. Kein Wunder, dass hier alles gerade vibriert, Leute. Ich habe hier meinen Controller. Der vibriert die ganze Zeit. Ja, kein Wunder, verbinde deinen Controller. Niemals. Ich verbinde doch nicht meinen Controller. Schon gewundert, was vibriert hier die ganze Zeit. Crazy. Haben wir Glück gehabt, Freunde. Jetzt können wir weiter hier runter, aber das mache ich noch nicht. Ich will mal ganz kurz hier oben gucken. Und ich bin sehr, sehr sparsam tatsächlich mit meiner Munition, weil ich keinen Bock habe, hier unnötig zu kassieren. Was ist hier? Hier ist auch nichts. Wäre gut, wenn wir hier Licht hätten oder so. Krasse Orte hier auf jeden Fall, ehrlich. Wir gehen oben lang, Freunde. Immer High Ground suchen.
Da hinten ist Licht. Okay. Nationaler Albtraumschmutz. Kranke Orte in diesem Spiel, das muss man einfach mal sagen. Was läuft denn hier wieder? Hier läuft einfach Radio und so. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Leuchtfackel, cool. Ich wollte eigentlich gar nichts hören, aber egal. Hier läuft einfach Musik und so. Hier oben war ich noch gar nicht. Boah, Junge, heftiger Ort, ohne Scheiß. Guck mal hier. Da ist noch einer dieser Reime. Der kleine Reh wagten sich ins freie Haus. Bla 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 bla. Hier sind wieder irgendwelche. Nein. Wartet mal. Ich muss, glaube ich. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss, Leute. Ich muss auf jeden Fall die ganzen Artefakte finden. Ich glaube, das ist es, Freunde. Ich muss die Artefakte finden. Aber liegt hier, steht hier irgendwas? Hier ist nichts, ne? Also ich sehe hier nichts. Ich sehe hier gar nichts. Boah, wirklich krasse Atmosphäre in diesem Spiel. Und ich finde es auch gut, dass man hier so ein bisschen suchen muss und so. Also solange man das jetzt nicht übertreibt, ist alles in Ordnung, ne? Weil man echt so dann das Gefühl bekommt, es hat hier wirklich was im Survival und so zu tun. Was ist hier drin? Ja, dankeschön. Ach, hier! Digga, hier sind so viele Artefakte. Heftig, 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 heftig. Ich glaube, das war's hier, ne? Hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Kann ich hier irgendwas... Noch eine dieser Lunchboxen. Jo, hier. Manuskriptfragmente, 7 Stück für die Leute, die es lesen wollen. Einfach Stopp drücken. Natürlich extra die Cam weggemacht. So, Freunde, so, einen Moment. Wir können jetzt ganz kurz wieder zurück. Mal kurz gucken, ob wir auf der Falltafel irgendwas haben. Jawohl. Zack. Die Geschichte. Oh, das brauchen wir gar nicht. Kinderreime. Das nehme ich doch sehr gerne. Gruselige Puppen, geheimnisvolle Reime. Auch nicht merkwürdiger als alles andere hier. Ja, würde mich auch wundern. Ach, guck mal da. Jetzt haben wir es freigeschaltet hier. Nein. Wartet. Hier. What the fuck? Wieso geht das nicht? Ja, jetzt geht's. Die Puppen, die kommen hier hoch. Heftig. Jetzt haben wir weitere Fälle. Hier die Geschichte nicht, sondern Alex Casey. Oh. Darin befand sich eine Seite mit einer Geschichte, aber sie hat definitiv nichts mit den anderen Seiten zu tun. Fanfiction vielleicht? Alles möglich. Alles möglich. Alles möglich, Freunde. Dieses Spiel ist wirklich bescheuert. So, und jetzt, Freunde, gehen wir nicht den Weg unten lang. Guck mal, wie geil. Wir gehen nicht den Weg unten lang, sondern wir gehen den Weg unten lang. Nicht oben lang, sondern wir gehen den Weg unten lang. So wollte ich das sagen. Entschuldigt. Heftig geil, wirklich. Das muss man echt sagen. Das haben die wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also, Hut ab an die Entwickler, ohne Scheiß. Hier hatten wir zuletzt den anderen Dude gekillt. Gut, dass wir Licht haben, ey. Sonst hätten wir ein großes Problem. Ehrlich. So, vorsichtig brauche ich hier, glaube ich, nicht sein, oder? Je tiefer wir gehen, desto brutaler wird das, habe ich das Gefühl. Aber das ist auch nur mein Eindruck gerade. Digga, was geht denn da hinten ab?
Heftig. Da ist irgendein Schiff oder so. Keine Ahnung. Krasser Ort auf jeden Fall, ehrlich. Mega, mega, mega creepy, ehrlich. Ultra creepy hier, überall. Und ich bin hier mittendrin als Frau und darf überleben. Herzlichen Glückwunsch. So, wir gehen rechts am besten oben lang erstmal. Hier ist nämlich irgend so ein Picknick. Oder sowas. Hier waren wieder Menschen. Vor mir. Und alle tot. Keiner ist da. Noch eine Alex Casey Lunchbox? Ja, anscheinend schon. Aber da ist nichts drin. Hier ist. Aber hier was auf dem Boden. Zack. Wieder Manuskriptfragmente. Finde ich gut, danke. Oh mein Gott, hier ist ein Haus. Stellt euch mal vor, man kann ein Boot nutzen und dann darüber schwimmen oder so. Boah, das wäre so heftig, wenn es das geben würde. Das wäre wirklich krank. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Was ist hier? Nichts. Ranger-Kabine, also Waldläufer-Kabine oder was? Brauchst du gar nicht probieren, hier ist Wasser. Kann man das hier nutzen? Ist das ein Boot? Kann ich nicht nutzen anscheinend, schade. Dann müssen wir einen anderen Weg gehen, den unkonventionellen Weg. Vielleicht da hinten ist ein Riesenrad, das meinte ich vorhin. Das sieht voll krass aus, achtet. Heftig. Aber ich frage mich gerade, hier ist noch eine Box, oder? Nee. Sieht wirklich krass aus, ohne Scheiß. Alle sind tot, alle. Alle. Und das, wenn ich das so höre, falls ihr das jetzt auch gerade hört, das hört sich so an, als wäre der Joker von Batman. So, gibt mir so ein bisschen Joker-Feelings, wenn ich ehrlich sein soll. Hier ist auch nichts, ne? Oben. Einfach alles begutachten, Freunde. Alles. Alles, was es gibt. Ich schaue mir alles an. So, hier sind aber gar keine Gegner, oder? Dixie-Klo und so. Hier. Fun. Coffee World. Heftiger Ort auf jeden Fall, ohne Witz. Was zum Teufel, echt. So, hier kurz schnell speichern. Guck mal hier. Hier ist irgendeine Notiz wieder, ein Manuskript oder so. Scratch auf der Jagd. Aber was für eine Jagd sollte das sein? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Hier ist wirklich gar nichts. Weit und breit, alle tot. Alle tot. Hallo? Jemand da? Nein. Sind sie rausgekommen? Haben die Besessenen sie erwischt? Oder wurden sie zu Besessenen? Ich muss den Schlüssel zur Wohnwagensiedlung finden. Ilmo meinte, der Schlüssel sei im Safe des Geschenkeladens. Ja, fragt sich nur, wo das ist. Das sieht so creepy aus hier, ohne Scheiß. So, was ist hier? Versperrt. Ich brauche etwas, um es aufzubrechen. Ja, das wäre schön. Eine Liste mit Wartungsarbeiten. Ein Schraubenzieher. Hier, Protokolle und so, bla bla bla. Für die Leute, die es lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Hier sind auch wieder irgendwelche Protokolle. Hier sind auch irgendwelche Protokolle, keine Ahnung. Falafel. Ach, Falafel sag ich. Falltafel. Falafel, ey. Ey, ich und meine Gedanken hier. Melek hier wieder und seine Gedanken hier. Ach du Schande, ehrlich. Es kann hier gar nicht gut werden, ehrlich. Hier ist noch eine. Hier. Was ist das denn? Ich nehme einfach alles mit, was es gibt. Ja, toll. Da war aber gar nichts drin, leider. Boah, sieht wirklich krass aus, dieses Spiel. Haben die wirklich richtig gut hinbekommen. Aber wisst ihr das Problem? Ich öffne diese ganzen Dinger. Diese ganzen Truhen, diese Boxen. Da ist nichts drin. Hier, was ist hier? Ach, guck mal hier. Fahrgeschäfte im Kaffeethema.
mäßig amüsant, schöner Ausblick, Watery Riesenrad, bla bla bla. Contra, wackelige Fahrgeschäfte, gruselige Stimmung, gierige Besitzer, sie haben den armen Elch getötet, 2 von 5 Sternen. Okay. Ich glaube, die haben einfach eine Bewertung abgegeben oder so. Warte, ich will mal hier hoch, Alter. Ohne Scheiß, hier wird's brutal. Hier sind Nummern. 11, 12. Eins. Das hat irgendwas zu bedeuten, 100%. 2, 3, 4. Aber was hat das zu bedeuten? Was heißt das? 7, 8. Ach so, das sind die Nummern, wie viele Nummern es von den Dingern gibt, oder? 9, 10, 11. Wie viel gibt's? 12, oder? 12. 12 gibt's, okay. Es gibt 12 Teile von diesen Dingern. Ein Kultversteck. Digga, woher soll ich das? Nur gestreifte Becher. Ah! Nur gestreifte Becher, ich weiß es. Also 4. Das ist es, Freunde. 4. Das ist es auf jeden Fall. 100%. Wir haben 4. 7. 7. Jetzt müssen wir abwarten. 4, 7. Meine Güte, ey. Ich muss ja hier auch mal. Hier. Soll ich mir das noch speichern hier? 4, 7. 1. 4, 7, 1. Vier, sieben, eins. Geht das? Warte mal, ich muss mir das mal notieren. Vier, sieben, eins. Vier, sieben, eins. So, dann geht's sonst 1, 7, 4. Hallo? Okay, 4, 7, 1 geht nicht. Dann mache ich 7, 1, 4. Hallo? Wieso geht das nicht? 4, 7, 1 habe ich gemacht. Eins, sieben, vier. Sieben, eins, vier. Geht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Digga. Nur gestreifte Becher. Digga, das sind doch die gestreiften Becher. 4. Ich bin euch blind, Mann. Sieben. Ich habe mich irgendwie vertan, oder was? Das ist die 10. Das ist die 1, das ist 1. Ja, 1. 1, 7, 4. Digga, das ist so bescheuert hier gerade. Sorry. Eins.
Ich hab keine Ahnung, Digga. Ich hab keinen blassen Schimmer. Richtig mies, ehrlich. Können wir lange suchen jetzt. Ich hab keinen blassen Schimmer, wo ich... Ach, hier, guck mal, hier ist noch ein Dixie-Klo. Was steht hier drauf? Diese Toilette ist vorübergehend außer Betrieb. Was zum Teufel? Alle Toiletten sind außer Betrieb. Reißt euch zusammen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hier sind auch irgendwelche Hinweise. Digga, ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, Freunde. Wir werden mal kurz an die Falltafel hier gehen. Wir haben hier einige Fälle hier wieder. Zack. Coffee World. Der koffeinhaltigste Ort der Welt. Und trotzdem hilft mir hier niemand, den Schlüssel zu bekommen. Ja, kannst du lange träumen. Hier. Alex Casey Lunchbox. Denken. Was haben wir noch? Hier haben wir noch was. Ja. Das haben wir noch dahin. Das haben wir ja vorhin noch gefunden. Mit Schraubenziehern in Geschenkeläden einzubrechen, ist nicht gerade üblich. Manuskriptseiten für die Leute, die es lesen wollen. Scratch auf der Jagd. Einfach Stopp drücken. Und hier Watery auch einfach Stopp drücken. So. Haben wir noch Fälle? Hier, Geschichte. Der Klicker. Ich habe keine Ahnung, bin ich euch ehrlich. Hier brauche ich gar nichts zu probieren, ehrlich gesagt. Das ist Quatsch. Ich gehe mal hier diesen Weg entlang. Kannst du lange suchen, Digga. Hier geht's weiter runter und so. Ich werde mir alles hier angucken müssen. Drecksladen hier, ohne Scheiß, richtiges Drecksgeschäft. Müll, einfach kompletter Müll. Ach du meine Güte, hier ist auf jeden Fall Licht, das ist gut. Hier ist wieder so eine Box. Kannst knicken. Digga, hier sind auch... Hier können wir irgendwas finden, wieder hier, zack. Da wird mir nur schwindelig von, sag ich euch jetzt schon, brauche ich gar nicht drauf gehen. Und das, die Sache ist die, das ist hier alles leer. Hier ist kein Mensch weit und breit. Hier ist wieder eine Lunchbox. Ja, manchmal ist da was drin, aber nur manchmal. Ich bin auch gar kein großer Achievement Hunter, wenn ich ehrlich sein soll, aber bei diesem Spiel muss man sich einfach alles angucken, was es gibt. Alles. Meine Güte! Ganz ruhig, Saga. Ist nur eine Kaffeekanne. Coffee World. Heftig. Und auch überall Sachen. Heb alles auf, was es gibt, Digga. Wir können weiter in die Tiefe, das mache ich auch. Scheiß drauf. Hier sind überall noch irgendwelche... Was ist das denn? Guck mal hier, eine Torte oder so. Hier geht jetzt nicht lang, ne? Doch, kann ich hier rein? Lol. Ne, kann ich nicht wirklich. Da hinten ist was. Ist da ein Mann? Achso, ne, sah so aus. Ich dachte, da wäre so ein Mann im Becken oder so. Ja, sehr schön. Hier habe ich wieder sehr viel gefunden. Sehr viel gefunden, dankeschön. Wir haben sonstiges Besseres zu tun hier. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Dunkle Rüstung. Hier ist nichts. Wartet mal hier drauf, oder? Nein. Hier, The Percolator. Es wurde gespeichert. Also gut. Okay, Freunde, ich mache das jetzt so. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir hier dann weitermachen. Haut rein. Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal beim Coffee World. Auf jeden Fall. Ciao, ciao.